Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den November in 2021 für den Aszendenten Wassermann. Bevor wir loslegen, lade ich dich ein, nimm teil am 5 Tage innere Stärke Kurs. Den bekommst du als Dankeschön mit dazu, wenn du dich in den Selbsterkenntnis Newsletter einträgst. Den Link dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung oder du siehst ihn auch hier oben links eingeblendet. Natürlich macht es Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir selber berechnen kannst. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis: Am 19. November findet eine Mondfinsternis statt. Das bedeutet, 3 Tage vorher, 3 Tage danach solltest du keine allzu großen, wichtigen, neuen Projekte dir vornehmen, das lieber auf eine andere Zeit verschieben. Wir starten mit den langsam laufenden Planeten. Und zwar sehen wir bei dir im Aszendenten den Saturn, sehen wir den Jupiter. Saturn beschreibt dich am zweitbesten als dein Aszendentenherrscher. Er regiert über das Zeichen Wassermann. Und natürlich ist er jetzt stark im Zeichen Wassermann. Und so besitzt du in dieser Phase besonders viel Ausdauer, besonders viel Durchhaltevermögen, bist sehr pflichtbewusst, kannst hart arbeiten. Die Arbeit und die Pflichten spielen jetzt auch eine wichtige Rolle für dich. Und du definierst deinen Lebensweg jetzt stark darüber. Natürlich, der Saturn kann auch Blockaden, Verzögerungen mit sich bringen. Es geht alles langsamer, es geht alles zäh, dafür aber auch tiefgründiger. Das ist eben Saturn seine Natur. Der Jupiter dort drückt aus, dass du dich auch mit Themen beschäftigst bezüglich deines Lebenswegs, die ja mit Glaube zu tun haben, mit Spiritualität zu tun haben, mit Weisheit zu tun haben. Oder du setzt dich auseinander mit deinem Lebenssinn. Bist du in deinem Leben noch richtig auf Kurs? Entspricht dein Lebensweg noch deinen Werten und Idealen? Und wenn nicht, dann gilt es auch, Korrekturen vorzunehmen. Auch Kinder können jetzt ganz wichtig für dich werden. Vielleicht stehen da zusätzliche Pflichten an. Wenn du eine Frau bist, dann kann auch der Partner jetzt viel wichtiger werden. Auch da können zusätzliche Pflichten auf dich zukommen. Und was auch wichtig ist, ist das Thema Finanzen. Jupiter steht bei dir gleich doppelt für die Finanzen. Er regiert auch über das Haus der Einnahmen. Und ein Stück weit kannst du dich da auch ja eingeschränkt fühlen mit der starken Saturnbremse an dem Planet der Finanzen. Doch was ist dein Garant für Erfolg oder auch um gut finanziell für dich zu sorgen mit dem starken Saturn? Ja, Fleiß und Arbeit. Das verleiht der starke Saturn dir nun Fleiß und Arbeit. Und dadurch wirst du dich dann auch kümmern können um deine äußeren Ressourcen. Wir haben die Mondknoten Rahu und Ketu. Rahu und Ketu befinden sich im 5. und im 11. Haus. Der Ketu möchte etwas zum Abschluss bringen in den Bereichen des 11. Hauses. Du kannst einerseits jetzt auch dich mehr mit spirituellen Gruppen beschäftigen oder auch mit Gruppen, die mit Astrologie zu tun haben. Auf der anderen Seite kannst du dich auch von bestimmten Gruppen, Gleichgesinnten oder Freunden trennen, wenn einfach dort eine Phase zu Ende gegangen ist. Das 11. Haus steht aber auch für deine größten Ziele und Ambitionen und dort geht es auch darum, die Ziele, die dir noch wichtig sind, zu einem Abschluss zu bringen, zu vollenden oder eben, wenn du feststellst, es ist dir gar nicht mehr so wichtig, loszulassen. Der Rahu im 5. Haus möchte, dass du dich intensiver mit deinen Talenten auseinandersetzt, dass du dort noch etwas lernst, dass du darin besser wirst, dass du auf deine Inspirationen mehr achtest, dass du den Blick mehr wegnimmst von den anderen, was denken die anderen,
wie kann ich den anderen gefallen? Das ist Ketu im 11. Haus, wo es um die Wertschätzung durch die anderen geht. Und Rahu im 5. Haus möchte den Blick mehr auf dich nehmen. Beim 5. Haus geht es um deine Inspirationen. Es geht darum, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und dort sollte der Fokus jetzt mehr liegen. Das 5. Haus steht aber auch für Kinder und Rahu kann Stress mit Kindern mit sich bringen. Oder wenn du noch keine Kinder hast und Rahu steht für Wünsche, dann kann der Wunsch nach Kindern sehr, sehr stark werden. Wir sehen bei dir den leuchtenden Vollmond im 4. Haus im Zeichen Stier. Der Vollmond ist am 19. November und der wirkt einen Tag vorher, einen Tag danach. Und da kann es auch ein etwas kann geschehen um die Zeit, was dich einfach glücklich macht. Ja, wo du zufrieden bist, wo du erfüllt bist. Der Vollmond ist ein Geber und das 4. Haus steht eben für deine Gefühle, dein inneres Wesen. Dann gehen wir weiter und du siehst auf der rechten Seite, das 10. Haus bekommt sehr viele Einflüsse, dann auch das 11. Haus, also da sammeln sich deine Planeten. Du hast sehr wenige auf der linken Seite, wo es mehr um das Innenleben geht. Die meisten befinden sich auf der rechten Seite bei dir, also wirst du auch viel nach außen gezogen. Es geht um deine Handlung. Es geht um die Gesellschaft, es geht um, ja, dich zu zeigen, draußen zu sein. Beginnen wir mit der Sonne. Die Sonne ist bis zum 22. November im 10. Haus. Themen, die mit deinem Status zu tun haben, mit deinem Ansehen, deine größten Handlungen oder natürlich auch der Beruf und die Karriere sind wichtig in dieser Zeit. Du kannst durch die Sonne hier Inspirationen erhalten. Du kannst aber auch Verantwortung übernehmen wollen, Führung übernehmen wollen, andere inspirieren wollen durch dein Tun. Am 23. November wechselt die Sonne und geht ins 11. Haus. Jetzt hast du Inspirationen bezüglich deiner größten Ziele und Ambitionen, auch beruflicher Natur. Wenn du noch große Ziele beruflicher Natur hast, ist das eine Zeit, um dich damit intensiver auseinanderzusetzen oder auch Ziele, wie du deinen Status verändern oder verbessern kannst. Das passt alles gut hinein in diese Zeit. Wir haben den Mars den ganzen Monat über im 10. Haus. Das ist die beste Hausposition für den Mars. Zusätzlich ist er stark im eigenen Zeichen, das heißt, all deine Energie, all dein Fokus liegt auf deinem Beruf, liegt auf deinem Status. Dort investierst du Probleme, meisterst du dort Hürden, nimmst du. Ein starker Mars möchte reparieren, möchte sich Herausforderungen stellen, möchte mutig und entschlossen sein. Und diese Energie kannst du für alles verwenden, was jetzt mit deinem Status oder mit deinem Beruf zu tun hat. Du bist jetzt auch mehr bereit, gewisse Risiken einzugehen. Ein starker Mars macht dich mutiger. Wir haben auch noch den Merkur. Doch der Merkur wirkt in diesem Monat in drei verschiedenen Häusern gleich. Das ließ sich jetzt bloß nicht darstellen. Der Merkur ist bis zum 5. November im Zeichen Waage und damit im 9. Haus. Der Merkur möchte Informationen sammeln, möchte Wissen haben, möchte etwas lernen. Und beim 9. Haus geht es um höheres Wissen, um Weisheitslernen, um Themen, die mit Philosophie, Glaube, Religion zu tun haben. Also in diesen Bereichen kannst du dich weiterbilden oder sogar Kurse besuchen. Oder wenn du in einer höheren Ausbildung dich befindest, dann kannst du dort auch Titel erwerben. Merkur steht für Titel. Du kannst auch mit Freunden zusammen dich mit Weisheitslehren oder mit einem Glauben beschäftigen. Und der Merkur im 9. Haus hilft dir auch, wenn es um die Kommunikation in der Ehe geht oder um die Kommunikation, den Austausch mit dem Vater.
Am 6. November wechselt der Merkur ins 10. Haus. Dort ist er bis zum 24. November. Und jetzt möchtest du Wissen haben, möchtest du etwas lernen, was mit dem Beruf zu tun hat. Du kannst deine Talente und Fertigkeiten jetzt auch mehr einbringen wollen durch deine Tätigkeit. Vielleicht wird eine Selbstständigkeit für dich interessant. Wenn du selbstständig bist, geh nach draußen, mach Marketing, zeige dich. Das 10. Haus ist das Haus der Öffentlichkeit. Du kannst aber auch Investitionen tätigen wollen, Investitionen in Verbindung mit Immobilien oder mit dem eigenen Zuhause, weil der Mars auch darin zu finden ist. Wie gesagt, das 10. Haus steht nicht nur für den Beruf, sondern auch für deine größten Handlungen. Und du kannst natürlich auch in anderen Bereichen große Handlungen unternehmen wollen. Ab dem 25. November haben wir den Merkur im 11. Haus. Hier werden Ziele wichtig, auch in Verbindung mit Abschlüssen, mit Titeln, mit Kursen. Hast du diesbezüglich noch Ziele? Wolltest du schon immer mal diesen Kurs besuchen, diese Weiterbildung? Dann starte in der Zeit, wo Merkur im 11. Haus ist. Freunde, Gruppen, Gleichgesinnte können jetzt wichtiger für dich werden. Du willst dich da mehr verbinden. Vielleicht findest du auch neue Gruppen, neue Gleichgesinnte, um dich über die Themen auszutauschen, die dir wichtig sind. Zum Schluss haben wir noch den Planeten der Liebe, der Beziehung, der Partnerschaft, der Ehe. Das ist die Venus. Die Venus ist bis zum 5. November im 11. Haus. Das 11. Haus steht für deine größten Ziele. Bist du in einer Partnerschaft, dann schaut euch jetzt gemeinsam eure wichtigen Vorhaben noch an, unternehmt was in diese Richtung. Bist du noch nicht in einer Beziehung, kann dieses Thema sehr, sehr wichtig für dich werden, wenn die Venus im Haus der großen Wünsche ist und sofern dein individuelles Horoskop es auch hergibt, kann die Venus im 11. Haus dann durchaus auch eine Begegnung möglich machen. Die Venus wechselt ins 12. Haus am 6. November. Das ist das Haus des Rückzugs, der Isolation. Wenn du Single bist und die Venus läuft durch dieses Haus, ist es jetzt nicht unbedingt so eine gute Zeit, um jemanden kennenlernen zu können, weil die Venus da als Planet der Liebe mehr isoliert ist. Bist du in einer Partnerschaft, kann es trotzdem sein, ja, dass da auch einfach jeder oder bei einem Mann die Partnerin, die Venus steht für die Partnerin, einfach auch mehr Zeit für sich braucht. Die Venus im 12. Haus kannst du sehr gut verwenden, um dich deiner spirituellen Entwicklung hinzugeben, um ja, etwas mit Freude und Hingabe zu machen. Das 12. Haus steht eben für die Spiritualität und die Venus für die Freude, für die Hingabe. Wenn du ein Auto hast, können Ausgaben auf dich zukommen, denn das 12. Haus steht auch für Ausgaben und die Venus für Fahrzeuge. Gut, dabei möchte ich es belassen in diesem Monat. Ich lade dich noch einmal herzlich ein. Nimm teil am 5-Tage-Innere-Stärke-Kurs. Melde dich dazu an für den Selbsterkenntnis-Newsletter und dann bekommst du ihn als Dankeschön mit dazu. Und die Anmeldung findest du das Formular auf der Webseite vedischer-astrologe.de. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Monat. Mach das Beste daraus, nutze die Energien der Planeten, um aktiv dein Leben zu gestalten. Und ja, wir hören oder sehen uns bald oder im nächsten Monat. Alles Liebe!